Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal, zur nächsten Episode der 7 Minute Squads, Episode Nummer 39 mittlerweile am Stück. Das heißt, ja, es läuft richtig gut momentan und heute gibt es mal wieder ein neues Teamchen, das wir bauen wollen. Natürlich heute ein bisschen irgendwie die Cam, ich habe keine Ahnung, ist irgendwie, ich wirke grau, zumindest auf meinem Fernsehbildschirm, aber der ist sowieso ein bisschen farblich komisch, ich werde mal sehen, aber ist ja vollkommen egal eigentlich auch. Ja gut, alles klar, wir wollen gar nicht lange drum herumreden, wir wollen direkt mal loslegen und unseren Spieler suchen. Ihr wisst Bescheid, wenn ihr mich unterstützen möchtet, lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefällt, würde ich mich sehr darüber freuen. Ihr könnt bei Facebook vorbeischauen, Link in der Videobeschreibung, und ihr könnt auch bei Kinguin vorbeischauen, wenn ihr günstiges PSN-Guthaben, Microsoft-Guthaben braucht, und bei Sennheiser, wenn ihr euch für Headsets interessiert. Damit unterstützt ihr mich wirklich sehr. So, Suche läuft anscheinend heute nicht so gut. Mal sehen, ob sich daran noch was ändert. Aha. Seite 2. Und da haben wir Eduardo Vargas, Bale, Navas, Khedira, Eliseo, Higuain. Higuain ist interessant. Ich glaube, ich nehme Higuain. Ist jetzt die Frage, habe ich den im Verein oder nicht? Das ist jetzt eine sehr gute Frage, weil normalerweise müsste ich ihn nicht haben. Oder habe ich ihn vielleicht doch? Warum lädt das denn so langsam? Das wird schon wieder nichts mit der Episode. Ich merke das schon wieder. Das wird ganz doof. Nein, ich habe ihn nicht. Okay, alles klar. Das heißt, ich muss mir noch einen kaufen. Ich kann mir noch eine Inform holen eigentlich, aber... Oh Mann. Aber der Inform wird wahrscheinlich gerade erstmal wieder teurer sein, weil er gestern getroffen hat im Spiel gegen Rom und damit den Sieg eingeleitet hat für Napoli, die ja 2:0 gewonnen haben. So, allgemein war gestern, ja für mich sogar auch gestern, weil ich nehme die Episode heute auf, also am Tag, an dem ihr das Video seht, ein relativ erfolgreicher Tag sozusagen, denn Hannover hat ja gewonnen gegen Frankfurt und ja, Bayern hat im Endeffekt auch, also sie haben für meine Tipps gespielt, sag ich mal. Bayern hat auch gewonnen gegen Dortmund. Darüber werde ich auch gleich nochmal kurz reden. Und ja, Napoli hat gewonnen, war auch mein Tipp. Und von daher, Real hat auch 4:0 gewonnen. Alles wunderbar. Was mache ich denn hier? Ich brauche einen Stürmer. So. 84, Higuain, alles klar. Müssen wir mal auf den Transfermarkt gehen und dann legen wir los. Mein Auge juckt, aber das ist egal. Jetzt kurz gekratzt, rausgerissen, dann geht's los. In 3, in 2, in 1. Und go. Alles klar. Hatten wir Higuain nicht schon mal? Fällt mir gerade so ein. Aber egal. Egal. Wir machen das heute dann halt anders. Argentinien. Wir brauchen noch eine Formation. Idiot. Ja, das geht halt auch in meiner Zeit, aber ich bin selber schuld. Ja, so blöd kann man halt immer sein. 4-2-1. Okay, alles klar. Gut. Argentinien und ZUM. Ich bin sehr gespannt. Die Maria wäre möglich. Morales, Valeri, Perez. Ah, der doofe Borkreds, ne? Ja. Pereira für einen Stronglink. Zarate, Palacio. Ich weiß ja nicht. Korea. Ich glaube, ich nehme Korea. Genau. Alles klar. Gut. Dann brauchen wir noch einen Sechser aus entweder Argentinien. Ach, das geht klar. Das geht klar. Wenn man das so macht, wie ich es... Ach, Belushi! Ja, okay, den kann er natürlich auch nehmen. Wollte ich eigentlich nicht, aber auch in Ordnung. Und 10 aus Argentinien. Und damit Korea verlinkt ist. Delgado, Scarione, Morales, Valeri. Morales hat Force Skills, ne? Ja. Juckt mich aber ehrlich gesagt relativ wenig. Zarate. Aber nein, wir brauchen einen Zentralen. Oh, Pastore. Haben wir letztes Mal aber, glaube ich, sogar, als ich mit Higuain gespielt habe. Ne, da hatten wir nicht ihn. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt schon mal mit Higuain gespielt habe. Ich glaube aber schon. Messi wäre doch interessant, oder? Naja, ein bisschen zu teuer. Wir könnten seinen Bruder benutzen. Ist aber nicht so ideal, weil ich den ja irgendwie weiterverlinken muss. Dominguez müsste ich auch weiterverlinken. Dominguez ist aber geil eigentlich, weil, ja doch... Aber der hat einen Inform, deswegen setze ich auf Kandidatenliste. Als nächstes nehmen wir dann Ibrahim Afellay. Der gibt dann unseren Zehner. Natürlich der Inform, ist klar. Jetzt brauchen wir noch einen Link für den. So. Obwohl, wir brauchen nur einen Weaklink für den. Genauso wie für... Alles klar, wir brauchen nur noch einen Weaklink, das heißt Niederländer auf der 6er Position. Da können wir nicht auf Nigel de Jong zurückgreifen, weil wir ja schon in der Serie A sind. Aber wir können beispielsweise zurückgreifen auf Daily Blind. Blind wäre vielleicht gar keine schlechte Wahl. Fur ginge auch, aber Blind ist nochmal ein bisschen defensiver, glaube ich. Ja, mittelhoch. Na gut, er ist natürlich das absolute Kopfballmonster hier, ne?
Nehmen wir Daily Blind. Machen wir jetzt einfach mal. So, Rechtsverteidiger wird dann Raphael. Hashtag Stronglink. Raphael, so. Auf die Kandidatenliste. Die Sache ist jetzt, man könnte jetzt so vorgehen, dass man Raphael, also dann Blind braucht noch einen Weakling. Das heißt, man könnte jetzt entweder hier jeglichen Spieler hinstellen aus der aus den Niederlanden oder jeglichen Spieler außer Barclays. Auch wenn wir dann nicht mal auf Nordic Space kommen würden wegen Raphael, aber dann können wir in irgendeine andere Liga nochmal weiter verlinken. Dann bräuchten wir nur einen Linksverteidiger von dem Team, bei dem Belushi spielt. Und das ist Bursaspor, glaube ich, ne? Ja, Bursaspor. Okay, Bursaspor. Hat Bursaspor einen Linksverteidiger? In der türkischen Liga gibt es allgemein relativ wenige Linksverteidiger, habe ich so das Gefühl. Weil ich finde immer nur Erkin, oder wie auch immer der heißt. Taivo, ja perfekt. Ja, perfekt. Es geht ja gar nicht besser. Gut. Entweder nehmen wir jetzt noch einen Innenverteidiger aus Holland. Da gäbe es beispielsweise Virgil van Dijk. Ja, ich sollte auch Holland schon eingeben. Niederlande natürlich, Entschuldigung. Bruno Martins Indy ginge auch. Allerdings nicht so gut. Douglas. Douglas. Martins Indy. Die haben ja leider nicht mehr so wirklich einen anderen Innenverteidiger noch. De Boer ginge natürlich auch mit Rijkaard oder so. Aber ganz ideal ist das nicht. Virgil van Dijk. Wollte ich eigentlich schon lange ausprobieren. Habe ich nie geschafft. Aber ich glaube, Celtic hat auch keinen guten anderen Innenverteidiger noch. Dean Ambrose höchstens. Und Ambrose ist nicht so top. Haitinga, dann könnte man mit Lustenberger, aber das... Oder mit Brooks. Nee, ist auch doof. Müssen wir nämlich einen Torwart von Hertha nehmen. Was hat ein Celtic für Info? Da können wir nochmal nachgucken, was Celtic für Info da hat. Sonst machen wir das irgendwie mit der Premier League. Scotland League? Quatsch, Scottish Premier, genau. Celtic, so. Lustig als Rechtsverteidiger, das hilft mir nicht weiter. Mulgrew ist mittlerweile, glaube ich, Sechser. Spielt Foster da überhaupt noch, Fraser? Ich glaube auch nicht mal mehr. Der ist ja mittlerweile, glaube ich, bei Southampton, wenn ich mich recht erinnere. Okay, sie haben nur Ambrose und das ist milde gesagt scheiße. Gelinde gesagt, wollte ich sagen. Gordon. Gehen wir in eine Prem und suchen uns da. Das wird halt dann kein Nordics Wasted, aber damit müssen wir jetzt halt leben. Ah, ich war schon richtig, okay. Engländer, Argentinier, Franzose. Wir brauchen halt natürlich noch einen Perfect Blink halt, ne? Das ist so ein bisschen... So ein bisschen kritisch. Smalling ist dementsprechend nicht gefragt. Olsen. Reed. Ein Spanier wäre wohl das Beste. Aber da gibt es nur Juan Cala, der so wirklich in Frage kommt. Franzose ginge auch, aber da müssten wir Perrin und Rouffier wieder nehmen. Und den hatten wir jetzt schon so oft. Deswegen würde ich das ungern machen. Ja, Robert Huth ginge auch, aber dann, ne... Gut halt. Mertesacker ginge auch. Bei Mertesacker bin ich mir nicht so sicher. Vielleicht mache ich Mertesacker, aber der ist halt auch 34 Pace halt, ne? Gucken wir mal kurz noch im Spanier. Am Matt gäbe es noch. Was hat der für Workrates? Mittelhoch. Ach, Carla spielt ja in der zweiten Liga, ne? Klar. Am Matt. 78 Physics. Reicht eigentlich aus, ne? Können wir Ramos hinstellen und dann ins Tor Casillas. Aber wir nehmen Mertesacker. Ist zwar kein Spanier, aber das juckt das Spiel ja nicht. So. Mal sehen, wie teuer der ist, keine Ahnung. Dann nehmen wir eine Innenverteidigung. Boateng. Glaube ich. Bin mir noch nicht ganz sicher. Und ins Tor dann gegebenenfalls Neuer. Vielleicht mache ich das auch nochmal anders. Und nehme... Hövedes und Dings. Haben wir ja gerade noch so geschafft. Hövedes und Fährmann. Ich baue das mal kurz hier im Kopf zumindest schon mal. Habe ich Boateng? Habe ich. Okay, nein, das ist Company. So, Boateng. Neuer. Habe ich den Loan? Mertesacker habe ich, glaube ich, nicht. Nein. ZDM. Wer war denn das nochmal jetzt? Blind habe ich, glaube ich, auch nicht. Nee. Rechts Raphael, den habe ich. Links, Taivo habe ich nicht. Zentral offensiv, Dominguez in Inform, weiß ich gar nicht. Nee.
Affelei in Form habe ich, aber glaube ich als 6. Habe ich ihn überhaupt? Ich glaube schon. Nicht als RM, als 8er. Ja. So. Korea könnte ich haben, weiß ich aber nicht. Nee. Okay. Dann kaufe ich die nochmal eben und melde mich dann wieder, sobald ich vervollständigt habe. Bis gleich. Ich bin ein Vollspasti, denn ich habe es tatsächlich geschafft zu vergessen, dass Higuain ja noch Chemie braucht. Deswegen habe ich jetzt Maximiliano Morales dahingestellt. Anstelle von Korea ist eigentlich vollkommen egal, weil die nehmen sich absolut nichts, abgesehen davon, dass Morales, glaube ich, keine Forster-Skills hat. Genau. Das ist ein bisschen schade, aber ja, eigentlich auch nicht so schlimm. Wir nehmen Louis van Gaal, damit wir volle Chemie bekommen für Ibrahim Affelei. Und anscheinend kriegt Morales, ja, er hat auch keine volle Chemie, weil er Mittelstürmer ist. Habe ich noch eine Karte dafür? Ja, 6 Stück. Sehr schön. Ich bin ja sowieso mit Karten bestens ausgestattet. Hier übrigens meine Heilungskarten, ne? Ganz kurz mal. Alle so ungefähr 1000 Coins wert. Ich habe davon, von den vier, also die Vierer natürlich, ne? Habe ich 77 von. Läuft bei mir. Gut, alles klar. Mit dem Team können wir jetzt in die Partie gehen. Ich habe mir kurz noch überlegt, ob ich mir den Higuain in Form holen soll. Habe ich dann spontan entschieden, nein. Allerdings muss ich noch mal kurz was dazu sagen. Ich wollte ja was zum Bayern-Spiel sagen gestern. Und zwar eigentlich wollte ich einfach nur sagen, dass ich eure Meinung hören möchte. Und zwar schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr meint, dass dieser Bayern... Also ich kann mir von mir aus eure Meinung zum Spiel in die Kommentare schreiben. Auch zum Manchester Derby, was ja heute ist. Ich will aber keinen Flame da jetzt haben zwischen Bayern und Dortmund-Fans, weil das ist das, was mir momentan am meisten auf den Sack geht. Das ist so schlimm, ne? Immer, Alter, Bayern sind so Arschlöcher, Mann. Ich habe vorhin Doppelpass ganz kurz geguckt, ne? Watzke, bah, ich mag den ja eh schon nicht, ne? Aber dann, wenn der wieder stichelt und die ganze Zeit, da muss, oh, ganz ehrlich, haben sie ihn die Hand gegeben? Ne, natürlich nicht. Oh, Mann, ey. Solche Fragen sind zwar auch todesdoof, aber trotzdem, diese Sticheleien und dieser Hass zwischen Bayern und Dortmund gehen mir so tierisch auf die Nüsse, ne? Vor allem auch zwischen den Fangruppen. Ja, von wegen, ja, das waren zwei, ich habe gestern gelesen, Bayern hätte, wenn es regulär gewesen wäre und Schiedsrichter richtig, hätten sie kein Tor geschossen. Beide Tore waren regulär. Elfmeter, ja gut, war strittig irgendwo, aber trotzdem hätten sie mindestens, also, ich habe keine Ahnung, mir ist es ehrlich gesagt einfach nur zu bieder mittlerweile, das ist ekelhaft, deswegen schreibt mir eure Meinung dazu in die Kommentare, während ich jetzt ins Spiel suchen gehe und mich gleich wieder melde. Bis gleich. So, da sind wir. Gegner ist gefunden. Double Trouble und 5 Sterne und Ibarbo und so. Ich muss nicht so sagen, es ist. Naja. Wir kennen es ja. Das Schlimme ist, dass die Server momentan anscheinend richtig am Laggen sind, weil es ist gerade so langsam alles und es ist ekelhaft. Deswegen habe ich das Gefühl, dass wir gleich richtig schön laggy werden. Und das laggt sogar schon. Und das ist nur das Intro. Naja, versuchen wir es. Komm, mach ihn rein. Das wäre jetzt schön. Dann wäre das Ganze schon mal ein bisschen einfacher hier. Ja, guckt euch mal an, wie das leckt. Oh Mann. Ich meine, er leidet genauso drunter wie ich. Aber das ist ekelhaft. Bereitet sich EA auch auf Advanced Warfare vor, oder was? Und fährt deswegen alle Serveraktivitäten runter, weil die Mitarbeiter sowieso lieber Call of Duty zocken. Los, Higuain. Los, 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 los. Mit links. Bitte, 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 bitte. Ja, 1-0. Sehr schön. Oh, dann haben wir gleich mal alle Eventualitäten aus der Welt geschafft und führen zumindest schon mal. Das ist sehr wichtig bei so einem Laggy-Spiel, weil da kann alles passieren. Und wenn ich jetzt, wenn der Gegner jetzt rausgehen muss oder so, dann habe ich wenigstens gewonnen. Sehr gut. Wie mehr das sogar einfach wegläuft. Oh, scheiße. Als ob ich Babo in Realität jemals so ein Volley machen könnte, Mann. Der würde noch eher beim Ball stolpern. Wow. Ich habe eigentlich, als ich an dem einen Verteidiger außen am 16er vorbeigegangen bin, eine Ballrolle gemacht, hat das Spiel nicht interessiert und dann schießt er auch noch am Tor vorbei. Eieiei. Bitte? Lass mich gewonnen haben wenigstens. Dann kann ich damit noch leben. Bitte? Das wäre jetzt Träumchen. Wenn ich nie rausgeworfen würde, weil ich habe ja geführt und ich habe auch nichts gemacht und ich bin ja noch drin und ich habe gewonnen. Juhu! Neuer mit einer 10,0. Hat ja auch viel zu tun. Wer ist Man of the Match? Niemand, weil wir haben noch nicht mal eine halbe Stunde rum. Ja, gut. Kann man nichts machen, aber ich will jetzt ehrlich gesagt bei den Servern nicht noch ein Spiel machen.
Das war's von der Episode. Ich hoffe, euch trotzdem gefallen, auch wenn das Spiel jetzt natürlich ein bisschen blöd war. Wir haben auch ein Tor gemacht, von daher ist es nicht so schlimm. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, haut rein. Wenn es euch gefallen hat, like und ciao.